Peter Sloterdijk, bienvenido a la Finis Terrae, au bout du monde, a esta lejanía llamada Chile y a esta Biblioteca Nacional, que es un hito emblemático de la historia republicana de Chile. El filósofo chileno Humberto Giannini dijo una vez que la conversación es una de las formas de la hospitalidad humana, y esperamos que esta conversación también sea, le dé a usted la hospitalidad que merece aquí en Chile. Y sobre todo, creo que la mejor forma de acogerlo es desde la poesía. La poesía en Chile es nuestro otro pensar, ha sido nuestro otro pensar. Y quiero partir leyendo un fragmento de un poema del poeta chileno del siglo XX, Vicente Huidobro, Altazor. Vincent Huidobro. Y estos versos cuentan la historia de un hombre, de un personaje, Altazor, que va en paracaídas cayendo, en una caída libre, desde los planetas hasta el fondo de sí mismo y al fondo del lenguaje. Y el poema parte diciendo, Altazor, pourquoi as-tu perdu ta première sérénité? Pourquoi as-tu senti la terreur d'être? Tu es perdu, Altazor, seul au milieu de l'univers, seul comme une note musicale qui fleurit dans les hauteurs du vide. Il n'y a ni Dieu, ni mal, ni vérité, ni ordre, ni beauté. Où es-tu, Altazor? Tu ne vois pas que tu es en train de tomber? Laisse-toi tomber sans peur au fond de ton propre énigme. Tombe, tombe éternellement, tombe au fond de l'infini, tombe au fond du temps, tombe au fond de toi-même. Tombe le plus bas que tu puisses tomber, tombe sans vertige, à travers tous les espaces et tous les âges, tombe et brûle en passant les astres et la mer. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos? No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza en donde estás, Altazor. Y más adelante dice, cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se puede caer. Y el poema, ce voyage termina en una desintegración del lenguaje. Las palabras se desintegran y al final el hablante, el que habla en el poema, solo emite sonidos. Y el poema termina diciendo, ay, 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 la, la, yu, la, yu, la, yu, ayu, ayu, lunatando, sensorida, infimento, plegasuena, semperiva, Ibariza, Tarirá, Campanudio, Lalalí, Auriciento, Lalila, Io, Ia, Io, Ai, Ah, sé cómo está, es así el poema Altazor. Vicente Huidobro fue un poeta chileno, es un hijo terrible de la modernidad, es uno de los enfants terribles, es uno de nuestros enfants terribles. Raptó a su mujer, que solo tenía 15 años, para llevársela a Europa. Fue un gran escándalo en la sociedad chilena. Estuvo en la caída del búnker del Führer en Alemania y se robó el teléfono de Hitler y lo trajo a Chile. Ese era Vicente Huidobro. Y usted, en el libro Los hijos terribles de la modernidad, cita el texto del Loco de Nietzsche, el famoso fragmento 125, que dice, ¿hacia dónde nos movemos nosotros? Y usted afirma que ahí hay un diagnóstico antiabarcante del modo de ser moderno, en tanto constata en la manera y el modo de la existencia corriente en un continuo resbalar y caer, resbalar y caer. Para nosotros, somos un país que estamos al borde del abismo, en el fin del mundo, que todo caiga es inquietante, los terremotos, los tsunamis, somos un país estrecho. Y me gustaría que me explicara qué significa este caer, que se percibe en el libro suyo la sensación de que vamos cayendo, vamos en una caída libre, y si esa caída libre se parece a la caída de Altazor, la caída de la modernidad. In den christlichen Jahrhunderten Europas wurde die menschliche Existenz als eine Form des Wanderns vorgestellt. Also der Mensch ist dort wesentlich ein Wanderer, nicht jemand, der fällt,
Er ist zwar gefallen, weil wir durch die Vertreibung aus dem Paradies, durch den Sündenfall, einmal gestürzt sind, uns aber dann aufgerichtet haben und dann zu Wanderern wurden. Die christliche Form des Wanderers heißt der Pilger. Er ist immer unterwegs zu einer Wallfahrtsstätte und in letzter Instanz ist er unterwegs zu seinem eigenen Grab. Also alle Menschen pilgern zu ihren Gräbern. In der traditionellen Auslegung der Conditio Humana. Nicht? Also der Ausdruck Conditio Humana ist ja selber ein Stück katholischer Anthropologie, denn das Wort Conditio bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Fitness, ja, sondern bedeutet Zerbrechlichkeit. Ja. Und die Conditio Humana hat sich seit dem 17. Jahrhundert insofern dramatisch verändert, als die europäischen Menschen dieser Zeit geprägt worden sind von der Erfahrung eines Krieges, der nicht zu ihren eigenen Lebzeiten begonnen hat und der möglicherweise länger dauert als ihr Leben. Das heißt, die Welt selber verwandelt sich in einen Kriegsschauplatz, in ein Theatrum Belli. Und der einzelne Mensch kann nicht mehr sicher sein, eines natürlichen Todes zu sterben. Das heißt, er ist nicht mehr ein Pilger oder ein Pilger zu seinem eigenen Grab, sondern er wird vermutlich eines unnatürlichen Todes sterben, zwar auf einem Schlachtfeld. Und die Menschen, die auf dem Schlachtfeld sterben, heißen in den europäischen Sprachen in der Regel die Gefallenen. Ja, das ist, gibt übrigens eine sehr interessante autobiografische Notiz von dem Sohn Thomas Manns, der ein Schriftstellersohn war und der diese merkwürdige Literatenpathologie entwickelt hat, sein eigenes Leben von Anfang an literarisch zu verarbeiten. Er hat schon mit 25 Jahren eine Autobiografie geschrieben und darin unter dem schönen Titel Kind dieser Zeit. Ja, zitiert Hugo von Hofmannsthal, merkt auf, die Zeit ist sonderbar und sonderbare Kinder hat sie uns. Und da erzählt er, dass er als 12-jähriger Junge bei Tisch war und nicht verstanden hat, warum die Erwachsenen immer so ernste Gesichter gemacht haben, wenn sie gesagt haben, der oder jener sei gefallen. Ja, weil der kleine Junge ist schon oft gefallen und niemand hat ein ernstes Gesicht dabei gemacht. Ja. Und dann hat er erst allmählich verstanden, dass das Wort Fallen eine komplexere Bedeutung hat und dass es eine Art des Fallens gibt, aus welcher man nicht mehr aufsteht. Ja. Eigentlich kommt ja dieses Pathos des Fallens aus der römischen Arena. Die Römer haben ja zuerst so etwas wie eine Massenkultur und eine Unterhaltungskultur kreiert. Die römische stoische Philosophie hat zuerst eine theoretische Differenz zwischen Stehen und Liegen entwickelt, weil er sagt, es ist kein Wunder, wenn wir nach dem Kampf der Gladiatoren überall liegende Menschenwesen sehen, das sind nämlich die im Kampf gefallen sind. Während einer oder zwei nur am Ende auch noch stehen. Und von dem sagt dann Seneca, das wird der Philosoph sein, der nämlich immer noch steht, wenn alle anderen schon gefallen sind. Allerdings, er generalisiert dann die Situation der Arema und macht aus wie eine Metapher für das menschliche Leben ganz im Allgemeinen. Also das Leben ist ein Kampf in der Arena. Er sagt, sine missione nascimur. Das Wort missio bedeutet in diesem Zusammenhang noch vor der christlichen Zeit die Entlassung aus dem Kampf. Und
diese Entlassung aus dem Kampf wurde bei den Römern durch den gehobenen Daumen ausgedrückt, der heute übrigens interessanterweise ein Siegeszeichen von Jugendlichen geworden ist, die sich gegenseitig ihre gute Laune versichern. Sine missione nascimur will sagen, wir sind geboren auf Leben und Tod. Wir können aus der Arena nicht entlassen werden, sondern wir kämpfen bis zuletzt. Und die Idee der Substanz, das, was man in der lateinischen Philosophie Substantia nennt, das, was bis zuletzt steht, kommt eigentlich aus der Arena. Es kommt aus der stoischen Arena-Metapher und aus der stoischen Grammatik. Weil in der stoischen Grammatik ist die Substanz das Substantiv, das seine Attribute trägt. Cuando uno lee este libro, Lógico, Historia y la Modernidad, siente la velocidad de los acontecimientos, que se va precipitando desde esa frase de Nietzsche, desde ese loco que dice Dios ha muerto. Usted compara varias veces la modernidad o esta época moderna como una nave o como un avión que se va arreglando a sí mismo en pleno vuelo, pero que no tiene seguro una pista de aterrizaje, un lugar donde aterrizar. Y la sensación es que la modernidad es una especie de avanzar en forma vertiginosa hacia adelante y cada vez más vertiginosa en una caída. ¿Ve usted así el siglo XXI todavía, en lo que estamos hoy día? ¿Vamos en esa nave? ¿Vamos cayendo? Also wenn moderne Gesellschaften Fahrzeuge wären, dann müsste man sie als paradoxe Fahrzeuge beschreiben, weil sie auf den Weg gebracht worden sind, bevor eine Bremse installiert wurde. Das heißt, sie haben das Vehikel der Gesellschaft kann eigentlich nur in verschiedenen Geschwindigkeiten vorwärts fahren. Es gibt keine Vorrichtung, mit der man auf nicht katastrophale Weise die Fahrt verlangsamen kann. Und man hatte den Eindruck, dass wir zur Acceleration verdammt sind. Está todo de acuerdo en ese sentido con Paul Virilio, que me imagino que lo conoce, el francés que habla de este aceleramiento que terminaría finalmente en un gran accidente, el del gran accidente. Y si es así, ¿cuál sería ese posible accidente? Nun ja, wir haben das 19. und das 20. Jahrhundert im Rückblick vor Augen und sehen, dass die größten möglichen Unfälle bereits stattgefunden haben. Die Frage ist nur, ob sie sich wiederholen müssen, ob es eine Gesetzmäßigkeit gibt, dass vergangene Katastrophen erneut inszeniert werden. Aber die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bestand ja in Maximalunfällen, falls der Begriff des Unfalls in Bezug auf Kriege sinnvoll angewendet werden kann. Aber ich habe immer wieder Gelegenheit gefunden, zu behaupten, dass die Geschichte nicht von großen Männern gemacht wird und auch nicht von den Strukturen, sondern dass die wesentliche Geschichte machende Kraft der Unfall oder der Fehler ist. Also die Banalität macht Geschichte. Man kann es an einem einfachen Beispiel erläutern. Der Erste Weltkrieg ist unter anderem deswegen ausgebrochen, weil der Fahrer des Automobils, in dem der österreichische Thronfolger gesessen hat, ja, nicht den normalen Weg genommen hat, der eigentlich vorgeschrieben war. Er war an dem Attentäter bereits vorbeigefahren und der Attentäter stand in einer Position, in der er nicht schießen konnte. Und dann
hörte man in der Ferne eine Explosion. Daraufhin ist der Autofahrer, der Pilot, auf der Stelle umgedreht und ist ein zweites Mal an dem Attentäter vorbeigefahren. Diesmal hatte er dann den Thronfolger und seine Frau direkt vor seiner Pistole. Ja, also es ist letzten Endes der Fehler, der Geschichte macht. Ja. Oder man muss sagen, ein österreichischer Chauffeur hat den Ersten Weltkrieg auf dem Gewissen. Nicht? Ja. Ja. Alles andere ist dann, wenn man so will, eine Kausalkette. 4 Wochen später hat sich durch dumme Diplomatie eine Eskalation ergeben. Am Anfang hat kein Mensch an den Krieg geglaubt. Der österreichische Kaiser ist als erstes in Urlaub gefahren, nach Bad Ischl, wie jedes Jahr. Für 4 Wochen. Kein Mensch dachte an einen Krieg. Der deutsche Kaiser ist auf seiner Yacht, die Hohenzollern, ein 110-Meter-Schiff, für 3 Wochen in die norwegischen Fjorde gefahren. Ja, vom Weltkrieg keine Rede. Ja. 2 Tage vor der Kriegserklärung haben Kaiser Wilhelm und Zar Nikolaus noch Telegramme ausgetauscht. Lieber Willi, lieber Niki. Ja. Also da war nirgendwo eine große zwingende Kausalität. Es waren lauter die Addition von kleinen Dummheiten, von kleinen Fehlern. Es gab nirgendwo einen echten Zwang. So. Lo que usted está describiendo muestra una Europa anterior a la guerra como el Titanic, todos bailando adentro, la fiesta, la orquesta, en un estado de inconsciencia y de pronto viene el accidente. Europa era un Titanic en ese momento. ¿Le parece que esa imagen correspondería al accidente de Europa del siglo XX? Ja, unbedingt. Die Europäer haben damals geglaubt, es gibt keine Eisberge. Die waren damals schon, wenn man so will, atheistisch in Bezug auf Eisberge, die in der Region schwimmen, in der auch europäische Schiffe unterwegs sind. Also im Grunde, man dachte, dass wir aus dem Zeitalter der Kollision mit Eisbergen ausgetreten sind. Nicht? Und 100 Jahre später ist natürlich eine ganz andere Kultur der Vorsicht entstanden. Nicht? Und heute spricht man auch in der Politik, aber auch in vielen anderen Zusammenhängen eben von dem Prinzip de Précaution, also von dem Prinzip des Zwangs zur Voraussicht. Es ist in der Zwischenzeit eine ganze Wissenschaft der Futurologie entstanden, sozusagen um die nächsten Jahre und Jahrzehnte möglichst eben zu planieren, damit unsere künftigen Bewegungen weniger Katastrophen erzeugen als bisher. Usted afirma y compara también la época moderna como el avión, decíamos recién, ¿no? Y habla de que en estos vuelos de ahora, los vuelos de la modernidad, la característica singular es que en ella está prohibida la idea de aterrizaje. Y afirma, somos autodidactas de la navegación espacial. ¿En qué sentido, en la nave en que vamos ahora, somos autodidactas de la nave espacial? ¿Qué quiere decir usted con esto? Also wenn Sie sich erinnern an die Schrift Betriebsanleitung für das Raumschiff Erde, 1969 publiziert von Buckminster Fuller, ja, Operating Manual for the Spaceship
Earth, ja. Da führt er eine sehr raffinierte Reflexion durch. Er sagt, es wurde uns, die wir nun Astronauten sind, auf dem Raumschiff Erde keine Betriebsanleitung mitgeliefert. Wir müssen die Kunst auf der Erde zu navigieren, im Laufe der Navigation selbst lernen. Nicht? Das ist eine schöne Analogie zu einem Bild, das der österreichische Philosoph Schlick, wenn ich mich richtig erinnere, oder Neurath in den 30er Jahren gebildet hat, dass wir auch als Wissenschaftler dazu verurteilt sind, auf hoher See unser Schiff umzubauen, ohne dass wir in einen Hafen einlaufen könnten, wo man diese Reparaturen in Sicherheit durchführen kann. Also das sind alles so sehr interessante, von Philosophen oder Ingenieuren entwickelte Risikometaphern, die darauf deuten, dass wir im Verhältnis zu unseren Aufgaben immer zu spät sind. Also das Denken läuft auf der einen Seite, soweit es fantastisch ist, den Verhältnissen voraus. Es ist aber de facto eigentlich immer verspätet. Ja? Denn wir sind bereits in der Welt und fangen dann erst zu denken an. Deswegen hat ja auch Descartes in seinem wenig bekannten späten Meisterwerk dieser Abhandlung über die Leidenschaften der Seele, Traité des Passions de l'âme, eine Liste gemacht von den heftigsten Gefühlen, die die Seele agitieren. Und er beginnt bezeichnenderweise mit dem, was er das Estonnement nennt, also dem später heißt es Étonnement, das heißt das Erstaunen. Und das ist für ihn das stärkste und das unangenehmste Gefühl, das die menschliche Intelligenz überhaupt erfahren kann. Also er dreht die Aussage des Aristoteles auf den Kopf, wonach die Philosophie mit dem Staunen beginnt, und ja, dass das Staunen eigentlich ein kreatives Gefühl ist. Taumazein. Ja, Descartes dreht das Argument des Aristoteles auf den Kopf und sagt, es ist nichts so unangenehm und nichts stört das Denken so sehr wie das Staunen. Und Descartes knüpft auch an der stoischen Devise an, welche lautet nihil admirari, das heißt sich über nichts mehr wundern. Also Staunen ist der Anfang der Krankheit des Denkens. Und solange wir noch staunen, ist das Denken pathologisch motiviert. Und das Denken soll so lange gehen, bis alles erklärt ist. Und dann eben diese heitere Seelenruhe eintritt, die wir erleben nach guten Erklärungen. Ja, also Descartes will die Ruhe, die stoische Ruhe mit den Mitteln der Wissenschaft wiederherstellen. Deswegen hat er dieses Pathos der absoluten Begründung, während wir heute diesen Anspruch weitgehend preisgegeben haben und die Menschen eher beraten, sie sollen Ungewissheit ertragen und sie sollen Staunen ertragen und sie sollen diese Krankheit des Denkens wenigstens insofern mit Anstand bewältigen, als sie aus ihr ein Motiv der Kreativität machen. ¿Y qué le produce a usted asombro? De lo que está sucediendo hoy día en el mundo, en el siglo XXI, ahora, en este instante, ¿qué es lo que más le produce asombro? Ja, ich meine, das Staunen von heute, die Bewunderung von heute, ist im Grunde keine andere als die Verwunderung des ersten Menschen, der den Kopf hebt und an den Horizont schaut. Das Denken fängt immer an mit diesem pathologischen Augenblick,
indem wir begreifen, dass wir zu spät gekommen sind. Das heißt, wir waren am Anfang nicht dabei und wir schlagen die Augen auf zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alles schon mit uns gleichzeitig vorhanden ist. Also wir schauen hinaus und entdecken den gesamten Umstand, und das nennen wir die Welt oder den Mundus. Und wir begreifen, dass wir dort mittendrin sind und dass wir den Anfang nicht haben. Und dieses schreckliche Loch, das man erkennt, wenn man merkt, ich bin zu spät gekommen und der Zug der Welt fährt schon. Ich bin drin und ich kann eigentlich nicht aussteigen. Und ich weiß nicht, woher der Zug kommt, und ich weiß nicht, wohin der Zug fährt. Und in dieser Situation fangen die Menschen an zu erzählen, um zu sagen, was am Anfang war. Und wir können im Grunde nur zwei Arten von Kulturen unterscheiden. Die einen Kulturen schließen die Lücke am Anfang durch mythische Erzählungen. Und die anderen Kulturen schließen die Lücke am Anfang durch Evolutionstheorien. Ich glaube, das ist auch eine Differenz, die heute durch die ganze Welt hindurchgeht. Es gibt immer noch zahlreiche Kulturen, die keine Evolutionstheorien haben und die mythologische Anfänge akzeptieren. Diese Kulturen sind ideologisch sehr nervös, sind sehr verwundbar. Und wenn die Sprache der Evolution hören, dann ziehen sie ihren Revolver und schießen auf Evolutionisten. Ja. Weil entweder die Evolutionstheorie wahr ist oder die Ursprungsmythologie. Und wenn Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. Tag geruht hat, dann kann ich nicht gleichzeitig die Evolutionstheorie benutzen, weil die ein Äquivalent an derselben Stelle darstellt. Auch die Evolutionstheorie schließt die Anfangslücke. Ja. Und sie wird in der Regel auch dazu erzählt, um das unerträgliche Erstaunen etwas erträglicher zu machen. Usted dijo que los filósofos el pensar llega tarde. La pregunta es la poesía, que podríamos pensarla como un pensar anterior a la filosofía. Magia y canto, previo al pensar racional, por decirlo de alguna manera. El mismo Huidobro se define a sí mismo como antipoeta y mago, el poeta del poema que yo le leí al comienzo. La pregunta es, ¿los poetas llegan más temprano que los filósofos? ¿O eso es una mitología más para entender el mundo? Sie sind chronologisch ganz deutlich früher da. Sie hießen aber nicht Poeten, sondern sie hießen Schamanen. Ja. Und das war eine ganz andere Kategorie. Man hat ja damals die Welt nicht erklärt, sondern besungen. Und die Philosophie entsteht im Wesentlichen dann, wenn die Schamanen in die Stadt gehen. Und in der Stadt kann man nicht mehr mit Gesängen über die Welt sprechen, sondern man spricht in Prosa. Und Philosophen sind in gewisser Weise ernüchterte Dichter, ja, oder Dichter, die sozusagen den Drogenentzug auf sich nehmen mussten und die nun argumentieren, statt zu singen. Man sieht das vor allem in der
modernen Literatur, auch in der modernen Philosophie. Nach Nietzsche ist klar, dass es eine Sehnsucht gibt zur Rückkehr in die poetische Welt. Und im Vorwort zu seiner Jugendschrift über die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik schreibt Nietzsche selber ja in einer intensiven Selbstkritik, sie hätte singen sollen, meine Seele. Ja. Ich hätte nicht argumentieren sollen, ich hätte nicht die Dialektik von Apollo und Dionysos in Prosa entwickeln sollen. Ich hätte eine Oper schreiben sollen über Apollo und Dionysos. Aber das hat ja schon Richard Wagner getan. So blieb ihm selber nur die Rolle der traurigen Theorie. Pero da la impresión cuando uno lee Nietzsche que Nietzsche baila, que Nietzsche también canta, que su prosa es musical y a veces altamente poética. Y eso uno lo agradece, ¿no? Hay una nostalgia de ese canto que el lector mismo también agradece en la filosofía. Y que también yo lo he sentido en su escritura. Y la pregunta que le quería hacer es a partir de la famosa frase de Hölderlin. Hölderlin dice: llegamos tarde, demasiado tarde, tarde en relación a los dioses que se fueron. Y luego pregunta, ¿para qué poetas en tiempos de indigencia? ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Yo le pregunto a usted, ¿para qué filósofos en tiempos de indigencia? Nietzsche sagt es ja sehr deutlich, dass moderne Menschen, wir haben zwei Gehirne, brauchen ein Gehirn, um die Wahrheit zu erkennen und ein Gehirn, um Poesie zu treiben. Und dieses Zweikammersystem des Denkens schlägt sich auch in seinem eigenen Werk nieder. Ein bedeutendes Prosawerk, ja, Nietzsche stellt ohne Zweifel den höchsten Zustand der deutschen Sprache dar. Und gleichzeitig gibt es bei ihm selber auch ein rhapsodisches Werk, das über die Prosa hinaussteigt und der er dann wirklich singt. Der Zarathustra und die späten dithyrambischen Schriften von Nietzsche bringen ja den Rhythmus zurück, den hohen Ton, die quasi biblische Tonart. Nietzsche ist eigentlich der größte Parodist der deutschen Sprache, indem er nämlich Luthers Deutsch verwendet, um dionysische Verse zu machen. Also er hat eine Form der Parodie entwickelt, die nach oben führt. Normalerweise ist die Parodie eine Form, die Hohes im Niederen spiegelt. Bei Nietzsche wird das Verhältnis umgekehrt. Er parodiert nach oben und er führt in die Prosa und in die Prosa der modernen Welt den allerhöchsten Ton wieder ein, wie man ihn eigentlich nur von einem Krönungsritual her kennt oder im kirchlichen Hymnus. Also er versucht, das Element der Sprache wieder zu reaktivieren, das in der Moderne eigentlich das Unmögliche zu sein schien, nämlich das ganz hohe Pathos. Ja, also er baut, wenn man so will, in Worten Kathedralen und er ist sich dessen bewusst, indem er sagt, ich baue ein Gebirge aus immer höheren Bergen, ja, als würde man Berge auf Berge auf Berge setzen. Also er hat so eine ungeheure vertikale Dynamik. Und er versucht auf diese Weise die Prosa des modernen Lebens erträglich zu machen, indem er aus seelischen Spannungen heraus das hohe Pathos wiedererobert. Und ich glaube, das ist eine Geste, die für die ganze folgende Zeit bedeutend geblieben ist, weil sie beweist, dass auch in der Zeit absoluter Prosa, das Heroische und das Sublime immer noch möglich sind
obwohl sie schon unmöglich zu sein scheinen. Nietzsche selber sagt ja sehr deutlich, wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen. Y su propia prosa filosófica, su propia escritura, ¿usted se siente parte de ese linaje nietzscheano, de este mismo patos, de esta misma línea dionisíaca de escribir filosofía? Nicht wirklich. Also ich glaube auch, dass Nietzsche selber ein Apolliniker war und kein Dionysiker. Er hat ja zum Beispiel auch keinen Wein getrunken, was für einen Autor, der sich auf Dionysos beruft, kein sehr gutes Zeichen ist. Nietzsche war ein Wassertrinker, also eigentlich, was sich ein guter Chilene wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Also ich habe diesen, aber auch andere Gründe, warum ich glaube, dass Nietzsche eigentlich viel mehr von als Apolliniker verstanden werden sollte. Zumindest überall dort, wo er als Aufklärer argumentiert und wo er seine wunderbare Prosa schreibt. Aber ich habe auch dieses apollinische Engagement. Ich habe einen gewissen Sinn für schöne Sätze. Man findet in jedem Buch ein paar zu schöne Stellen. Und ein paar zu schöne Sätze, die einfach zu schön, um wahr zu sein sind. Und das hat damit zu tun, dass ich einmal auf 100 Seiten sozusagen aus der Prosa in die Arie überwechseln möchte. Nicht? Und viele Leser spüren das und die akademischen Kollegen sind dann immer sehr unglücklich. Me imagino que tiene problemas con la academia. Usted ha dicho en una entrevista que le hizo una conversación con Hans-Jürgen Heinrich. Usted afirmó que desde siempre me han interesado las posibilidades que son inaceptables. A este respecto, no hay mejores maestros. Y de hecho, usted ha tenido maestros, entre comillas, estoy jugando con las palabras, que fueron inaceptables, partiendo por Osho. Usted habla también de Lacan, y también uno podría colocar a Nietzsche como un maestro inaceptable. ¿En qué sentido son más interesantes los maestros inaceptables y son mejores maestros que los otros? Y sobre todo este tipo de maestros. El Begriff des Meisters ist ja in der europäischen Tradition innerhalb der akademischen Institutionen abgeschafft worden. Er hat nur im Bereich der Musik überlebt, wo man noch ohne Erröten eine Person als Maestro ansprechen darf. Ansonsten gibt es in der westlichen Akademie die klassische Meister-Schüler-Beziehung nicht mehr. Und dies aus vielerlei Gründen. Das hat auch damit zu tun, dass es sich immer deutlicher zeigt, dass es so etwas wie einen Vorrang des Schülers gibt. Also es ist der Schüler, der den Meister zum Meister macht und der ihn wählt, weil er ein guter Schüler ist, ja jemand, der ein großes Vorgefühl für sich selbst hat. Ja, also ein guter Schüler ist ein junger Mensch, der sozusagen die adventische Qualität seiner eigenen Intelligenz spürt. Ja, das heißt, er spürt, dass da ein riesiger, noch leerer Raum ist. Und in diesen leeren Raum setzt er die Figur des Lehrers hinein und lässt sich von ihm das ganze Ausmaß der Antizipation erklären. Also, und dann kann der Meister Meister werden, weil er nur sich selber ernst nimmt in Bezug auf den Schüler. Ich habe das selten erlebt,
Aber in manchen Beziehungen hat dieses Verhältnis tatsächlich sich als fruchtbar erwiesen. Es ist alles Antizipation. Ja? Und Intelligenz ist selber eigentlich eine antizipatorische Kraft. Je weiter man die Antizipation hinauswirft, desto schwerer wird es, diese Antizipation einzuholen. Aber man kann an dem Maß der Bewunderung, das man für einen Lehrer empfindet, ablesen, wie weit es geht. Und das sieht man, das ist aber eine Form des Lehrens und Lernens, die heute im Wesentlichen fast nur noch in der Musik geschieht. Also wenn Abbado mit jungen Musikern gearbeitet hat, ja, da herrschte ein Klima, ja, von himmelhoher Bewunderung. Und das hat den jungen Musikern zugleich gezeigt, wie weit und wie hoch der Wachstumsraum ist, in dem sie in ihrem künftigen Leben sich entfalten können. Und ich denke, wir wären als Geisteswissenschaftler glücklich, wenn wir in einzelnen Fällen ein solches quasi musikalisches Verhältnis mit unseren Schülern erleben könnten. Quiero detenerme brevemente en el caso de Osho. Me parece que quiero primero agradecerle. Yo, antes de haber leído esta entrevista, miraba con desprecio a Osho y ariscaba la nariz, obviamente, cuando me hablaban de Osho. Y gracias a usted me puse a estudiar. Dije, si Sloterdijk lee a Osho o estuvo con Osho o le interesa como figura, hay que leerlo. Y lo empecé a leer, ¿no? De hecho, tengo aquí la autobiografía espiritual de Osho. Hay un capítulo dedicado al tema del maestro, pero me parece que lo que él estuvo a punto de lograr fue una suerte de encuentro, colisión o permear las fronteras de Oriente y Occidente como nunca antes nadie lo había logrado. Y me parece que ahí hubo algo interesante que estuvo a punto de suceder, pero que no sucedió. Eso es lo primero. Y lo segundo, si hoy día sigue siendo pertinente o sigue siendo interesante y posible buscar esta colisión o por mi habilidad entre Oriente y Occidente. Ja, also wir haben im 20. Jahrhundert in der westlichen Zivilisation eine sehr interessante philosophische Entwicklung erlebt. Und zwar deswegen, weil die sogenannten vorsokratischen Philosophen für die modernsten Denker wieder interessant geworden waren. Das heißt, also, es hat so etwas wie eine Renaissance des Denkens gegeben, die nicht bei Plato angeknüpft hat, sondern bei den sogenannten Vorsokratikern. Und das bedeutet, wir haben im 20. Jahrhundert intellektuell eine Renaissance-Situation. Unsere Renaissance beginnt ja offiziell im 15. Jahrhundert und ist in gewisser Weise noch nie vollständig abgeschlossen worden. Man kann es unter anderem daran sehen, dass die wichtigste Gestalt der Antike, nämlich der Athlet, bei uns erst um 1900 wiedergekommen ist, während der Rhetoriker, der weltliche Philosoph, der Orator, der Diplomat, Und ähnliche Gestalten, vor allem aber auch der Bildhauer und der Maler, die sind seit dem 15. Jahrhundert wieder unter uns. Ja. Aber der Athlet kommt erst um 1900, also mit 400 Jahren Verspätung, weil er zugleich die populärste und die gefährlichste Figur der Antike war. Mit ihm kommt auch die antike Idee der Physis, also des kraftvollen Körpers zurück. Also die Renaissance ist nicht vorbei. Das ist ein typischer Fehler von Kunsthistorikern, zu glauben, dass die Renaissance von 1400 bis 1600 gedauert hat und dann vorbei ist. In Wirklichkeit
geht sie ständig weiter, auch in der Literatur, weil die Renaissance erfindet die Novelle, also eine nicht legendarische Form des Erzählens, und die Novelle wird zum modernen Roman, und der Roman ist nicht zu Ende. Das wissen wir, es ist immer noch eine der fruchtbarsten literarischen Gattungen. Das heißt, wir leben weiterhin in einer Renaissance. Und das Interessante ist, dass wir jetzt durch den Austausch der Kulturen anfangen, am Altertum anderer Kulturen teilzunehmen. Ja, es gab mal einen französischen Indianisten oder Indologen, der von einer asiatischen Renaissance sprach, oder von einer indischen Renaissance, an der wir als westliche Menschen heute auch teilnehmen können. Ja. Und wir können heute auch teilnehmen an dem mittelamerikanischen und an dem südamerikanischen Altertum. Ja. Das heißt also, die Altertümer der verschiedenen Kulturen, auch das alte China, sind heute alle da, und ich denke, wir hätten heute gute Gründe, so ein Buch wie das Imaginäre Museum von Malraux nicht nur neu zu lesen, sondern neu zu schreiben, indem wir sozusagen die Gleichzeitigkeit der verschiedenen der verschiedenen Vergangenheiten, ja, der verschiedenen, also ein Pluralismus der Antiken, realisieren und auf der Ebene einen Austausch in Gang bringen, der über die verschiedenen Pfade der Moderne hinweggeht. Also, François Julien, filósofo francés que entrevisté hace unos años, hizo el camino de ir a pensar con los chinos o pensar la filosofía china aprendiendo chino para desde afuera volver a pensar Occidente. ¿Le parece a usted, qué le parece a usted ese camino? Also für mich war die Rückkehr nach Europa philosophisch zunächst mal sehr schwierig, weil die indischen Impulse in einer fremden Sprache artikuliert waren. Das ist der Grund, warum ich von den frühen 80er Jahren an angefangen habe, Heidegger zu lesen, der selber ein starkes vorsokratisches Element in sich hatte. Er ist, wenn man so will, ist das paradoxe Phänomen eines lebenden Vorsokratikers, nicht wahr? Also eines Menschen, der, so seltsam es klingt, in der Gegenwart, in der Antike, in einer spezifischen Form von Antike lebt und denkt. Und von dort her war es mir dann mit einem Male möglich, die indischen Erfahrungen besser zu integrieren. Yo leí en una entrevista que se le hizo en el Magazine Littéraire, una de las últimas, que usted, no sé si recuerdo bien, se definía a sí mismo, usted decía, Europa es un museo, es un maravilloso museo que tiene piezas extraordinarias en pintura, en filosofía, pero piezas de museo. Y a mí me gustaría ser tal vez el guardián de ese museo. ¿Es Europa hoy día un museo donde no está ocurriendo algo vivo, donde podemos sentir nostalgia por piezas maravillosas y recorrer un pasado? ¿Y sigue con esa idea de ser guardián de ese museo o hay otra posibilidad para Europa? Ja, unbedingt. Das hat allerdings damit zu tun, dass nach meiner Meinung die Museen heute die lebendigsten Orte sind, die im Spektrum der kulturellen Institutionen existieren. Ja, also die Universitäten und die Museen sind die einzigen Orte, an denen so etwas wie Leben stattfindet. Und das, denn das Museum ist heute nicht mehr das, was es früher zu sein schien, nämlich nur ein Archiv oder ein Ort, wo die Vergangenheit aufbewahrt wird. Das moderne Museum ist der Ort, an dem das Zeitgenössische in einer zugespitzten Form
sichtbar wird, mehr als an jedem anderen Ort. Und deswegen ist dort auch der, nicht der Wächter, aber der Kurator in einem Museum ist in gewisser Weise der öffentliche Intellektuelle par excellence. En estos últimos minutos que me quedan de conversación, me gustaría hacerle algunas preguntas precisas y cortas, y también pedirle tal vez la posibilidad, sé que es difícil, de respuestas cortas, aprovechando que usted está acá. Brevemente me gustaría hablar del tema del resentimiento, un estado anímico muy movilizador en el mundo. Aquí también, en Chile, ese estado de ánimo es importante y fuerte a veces aparece con más fuerza. Diego Portales es un personaje de nuestra historia, con una doble vida, por un lado pasión por el orden y por otro pasión por la juerga nocturna. Hablaba del peso de la noche, así definía al resentimiento, ¿no? Y decía que andaba con una escoba para pegarle a los políticos y las prostitutas que no lo dejaban gobernar. Eso decía Diego Portales. Me gustaría detenerme brevemente, usted tiene un libro que hace el recorrido sobre el tema de la ira y el tiempo. Habla también de los bancos de resentimiento. ¿Cuáles son los bancos de resentimiento hoy día más importantes en el mundo y dónde están? Also man muss wissen, dass Zorn oder Wut in mehreren Aggregatzuständen existiert. Einmal in der Form einer intensiven Aufwallung, die zur Abreaktion führt, und in der Form eines gestauten Gefühls, durch welche der Zorn zu einem Habitus wird, beziehungsweise zu einem zurückgehaltenen Gefühl. Also wenn sozusagen Zorn und Zeit auseinanderklaffen, dann entsteht das Ressentiment. Das heißt, die Rache findet nicht im Modus der sofortigen Abreaktion statt, nicht in der Form des sofortigen Rückschlags, sondern wird aufbewahrt und zu einem anderen Zeitpunkt erledigt. Das heißt, durch das Ressentiment entsteht ein Sediment, das mit einer Vergiftung verglichen werden kann. También quería preguntarle sobre la relación entre lo público y lo estatal. Nosotros estamos acá en un espacio público emblemático, que es la biblioteca. ¿Cuál es la tensión entre lo público y lo estatal hoy? ¿Y dónde está lo público del siglo XXI? ¿O dónde se empieza a ver la germinación de algo público distinto como lo entendimos en los siglos anteriores? Nun, der öffentliche Raum, in dem wir uns heute artikulieren, ist ein Raum, der durch die Begegnung von Menschen eröffnet worden ist, die sich gegenseitig als Gleiche anerkennen. Ja. Ansonsten, wenn eine starke Hierarchie auftritt, dann repräsentieren Politiker und mächtige Menschen ihre Existenz vor einem Publikum oder vor Zuschauern. Sie existieren vor der Öffentlichkeit, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und die moderne Öffentlichkeit hat die Fähigkeit, sozusagen einen reziproken Gebrauch der Sprache zu erlauben und ein Hin und Her
einzurichten und eine virtuelle und auch aktuelle Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit. Und ich denke, das macht den Unterschied zwischen einer sozusagen Top-Down-Öffentlichkeit aus und einer Bottom-Up-Öffentlichkeit. Heidegger, en una famosa conferencia Serenidad, se refiere al tema de la técnica. Hoy día, al parecer, vivimos en la era técnica en su plenitud y en su nueva forma. Un mundo digitalizado, digital, un humanismo que se va a transformar en un transhumanismo, incluso la definición del hombre empieza a repensarse. Y Heidegger propone en ese libro una actitud ante la invasión de la técnica en nuestras vidas privadas, que hoy día irrumpe fuertemente. Muchos aparatos entran en nuestra vida, en nuestra comunicación, en nuestra práctica, en nuestra intimidad. Y él propone la palabra, en alemán creo que es Gelassenheit, que es serenidad o deshacimiento. Es decir, decirle un sí y un no a la técnica al mismo tiempo. ¿Qué piensa usted de esa actitud de Heidegger y si cree que sigue siendo válida para enfrentar el mundo técnico de hoy? Ich glaube, man kann gar keine andere Einstellung haben. Gelassenheit entsteht ja im Wesentlichen, die Grundsituation der Gelassenheit entsteht ja dadurch, wenn man selber ohnmächtig ist und sich darauf verlassen muss, dass ein anderer eine Technik beherrscht. Also Gelassenheit brauche ich zum Beispiel, wenn ich in ein Krankenhaus gehe, dann muss ich mich darauf verlassen, dass der Chirurg weiß, was er tut. Ja. Oder wenn ich in ein Taxi steige, ja, dann muss ich gelassen sein, weil ich annehme, dass der Taxifahrer weiß, wie man fährt. Ja. Also normalerweise ist der beste Gelassenheitstest, ist, dass man mit einem fremden Menschen auf dem Beifahrersitz im Auto sich transportieren lässt, ja, und den Fahrer von der Seite anschaut, ja, und sich fragt, kann er oder kann er nicht. Ja. Ja. Ich glaube, auf diese Weise wird die Unvermeidlichkeit der Gelassenheit in der modernen Gesellschaft bei jeder Gelegenheit demonstriert. Wenn Sie in ein Flugzeug steigen, müssen Sie genug Vertrauen haben, dass die Piloten wissen, was sie tun. Man würde ja paranoid werden, wenn man alles selber können müsste. Ja, das heißt, in der arbeitsteiligen Gesellschaft ist Vertrauen die einzige Möglichkeit, mit dem eigenen Nicht-Können sich zu versöhnen, ja? Oder man erlebt eine paranoide Inflation und möchte alles selber können. Ja? Und ich muss selber erst den Pilotenschein machen, bevor ich zum ersten Mal als Passagier in ein Flugzeug gehe. Ja? Das wäre eine vollkommene Paradoxie. Ja? Por último, Peter, quiero preguntarle sobre el futuro y la esperanza. Usted dice que el éxtasis temporal llamado futuro ha ido perdiendo cada vez más encanto, casi como si ya no fuera posible ese éxtasis que alguna vez tuvimos en el siglo XX. Hubo mucho éxtasis por el futuro, el hombre nuevo, etcétera, ¿no? las utopías, etcétera. Hoy día ese éxtasis parece que no fuera posible. ¿Cuál es la actitud hacia el futuro? ¿Esperanza o no? Gabriel Marcel dice que el ser humano está hecho fundamentalmente de esperanza, en último término. Hay un filósofo chileno, Jorge Millas, que decía hay que alentar la esperanza en tiempos difíciles acá en Chile. Hablemos de futuro brevemente y de esperanza en esta última pregunta de esta conversación. Also, das Prinzip Hoffnung, über das Ernst Bloch ein Leben lang gearbeitet hat, ist heute aus der kulturellen Sphäre in die ökonomische Sphäre abgewandert. Ja? Denn unsere Art, Hoffnung zu artikulieren, zeigt sich im Kreditsystem.
Ich glaube ja, dass wir seit über 100 Jahren eine falsche Terminologie benutzen, denn das, was man Kapitalismus nennt, das gibt es gar nicht. In Wirklichkeit, das Kapital spielt heute keine so besondere Rolle mehr, aber der Kredit spielt eine entscheidende Rolle und man müsste das gesamte System eher Kreditismus nennen und nicht Kapitalismus. Ja. Der Kredit ist eine bestimmte Art und Weise, wie man mit Geld Zukunft interpretiert. Ja. Also man leiht Geld aus in der Annahme, dass es irgendwann zurückkommt und zwar mit einem Gewinn, den man als im Englischen als Interest, was ein sehr interessanter Ausdruck ist, oder im Deutschen mit einem Zins zurückkehrt. Nicht? Also wir haben, wenn man so will, heute unser Verhältnis zur Zeit monetarisiert und solange noch nicht alles zurückgezahlt ist, haben wir Zukunft. Ja, die Konservativen insistieren ja immer darauf, dass eines Tages keine Schulden mehr existieren sollen. Aber dann geht die Welt unter. Da kann man sicher sein. Wenn man die letzte Rate bezahlt hat, ist der Weltuntergang erreicht. Denn sobald wir keine Schulden mehr haben, haben wir keine Zukunft mehr. Ja. Und in den Schulden ist sozusagen strukturierter Weg in die Zukunft mit enthalten. Es ist allerdings auch eben der Zwang zur Anstrengung, der Zwang zur Kreativität gegeben. Denn was wir heute Kreativität nennen, ist eigentlich nur ein mystifizierter Ausdruck für die Notwendigkeit, besser zu arbeiten als bisher, sonst zahlen wir nicht zurück. Ja. Yo quiero pedir un crédito de 30 segundos con una última pregunta. Esta pregunta se le he hecho a varios filósofos y ninguno me la ha podido responder. Es un fragmento muy enigmático para mí en el Así habló Zaratustra de Nietzsche, en que se encuentra Nietzsche y la vida. No sé si usted lo recuerda, en el capítulo del gran anhelo. Y en un momento, Nietzsche le dice algo al oído a la vida. Y la vida le contesta, ¿tú sabes eso, oh Zaratustra? Eso no lo sabe nadie. A mí me encanta ese fragmento porque veo que ahí hay un secreto. ¿Qué es lo que cree usted que sabía Zaratustra? Y que sorprende la vida porque lo sabía. Ja, Zarathustra ist mit dem Leben insofern verbündet, ja, weil er das Geheimnis der ewigen Wiederkehr durchschaut hat. Ja. Das heißt also, er ist ganz zum ja-sagenden Wesen geworden, das auch seine Verneinung und seinen Schmerz sozusagen auf die Waage der Bejahung legt. Muchas gracias por responderme esta pregunta que nadie me había por responder hasta ahora. Y bienvenido a Chile, bienvenido a la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Peter Schlossberg, por esta conversación.